Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum 33. Teil von Let's Play Pokémon Blaue Edition. In der letzten Folge haben wir den Arenaleiter Koga herausgefordert, der fünfte Arenaleiter, und wir haben den Seelenorden bekommen. Das bedeutet, wir brauchen noch genau 3 Orden. Wenn wir insgesamt 8 Orden haben, können wir in die Pokémon-Liga gehen und die Top 4 herausfordern. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ihr Lieben. Ich meine, diesmal spiele ich das nicht wie gewohnt, wie früher halt alleine so zu Hause, sondern diesmal gehe ich die Reise, beziehungsweise bin ich auf der Reise mit euch. Das bedeutet, ihr kriegt das auch mit. Das ist so, wie als würden wir das hier alles zusammen machen. Und daher freue ich mich darauf. Sobald ich in der Pokémon-Liga bin, bin ich schon auf eure Kommentare und auf eure Aktionen gespannt. Darauf freue ich mich sehr. Und ja, bevor wir unsere nächsten Missionen anfangen zu betätigen, wollte ich nochmal nach einer TM schauen, und zwar TM24. Das ist die Attacke, beziehungsweise diese TM beinhaltet die Attacke Donnerblitz. Und diese Attacke würde ich sehr, sehr gerne meinem Raichu beibringen, weil Raichu lernt die Attacke nicht von sich selbst aus in der ersten Generation. Daher würde ich mal sagen, dass das eine geeignete Attacke ist für Raichu. Da haben wir die TM24, sehr schön. Sehr schön, und diese Attacke bringen wir sofort unserem Raichu bei. Eigentlich wollte ich sehr, sehr gerne als nächstes nach Saffronia City, genau. Denn dort gibt es einen weiteren Arenaleiter, beziehungsweise eine weitere Arenaleiterin. Und in dieser Stadt haben wir eine weitere Mission. Dazu will ich aber noch nichts sagen. Das werden wir dann sehen, wenn wir soweit sind. So. Genau, Raichu soll die Attacke erlernen, da Raichu ein Elektro-Pokémon ist. Daher passt das gut. Gut, alles klar. Welche Attacke soll denn Raichu vergessen? Wir müssen uns mal die Attackenliste anschauen. So. Donnerschock, Heuler, Donnerwelle, Ruxukib. Ich würde sagen, fürs erste Heuler. Und die nächste Attacke, die dann Raichu verlernen sollte, ist dann Donnerschock. Ich meine, Donnerblitz ist eine viel, viel bessere Attacke als Donnerschock. Daher, die Attacke werden wir auch sehr, sehr, sehr oft in den zukünftigen Parts und ganz besonders in der Pokémon-Liga gebrauchen. So, unsere Monster-Top-Fit. Nee, Relaxo brauchen wir erstmal nicht. Das bedeutet, Relaxo kann ich nochmal ablagern. Ich würde gerne Flamara wieder mitnehmen. Relaxo werde ich mitnehmen, wenn wir vielleicht in den 8. Orden bzw. in die Pokémon-Liga gehen. Denn da müssen wir auf jeden Fall durch einen Tunnel gehen und vielleicht müssen wir da eventuell etwas hin und her bewegen. Mein Team war ja bekannt. Ich wollte gerne Flamara auf jeden Fall in meinem Team haben, was ich die ganze Zeit hatte. Nur ich habe es einmal mit durch Relaxo ersetzt. Ja, und das 6. Pokémon hatte ich mir gewünscht gehabt, als 6. Pokémon hatte ich mir gewünscht gehabt, Lapras. Und Lapras werden wir, wenn alles gut läuft, halt in Saffronia City bekommen. So, ich sag mal, wir sind ready. Hier in Fuxania City haben wir auch uns einige Begebenheiten angeschaut. Jetzt würde ich mal sagen, bevor wir nach Saffronia City gehen, will ich nochmal nach Trainern Ausschau halten, weil als wir in der letzten Arena waren, habe ich gemerkt, dass meine Mons definitiv Training brauchen. Definitiv. Alles klar. Sehr schön, dann sind wir hier genau richtig. So, möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Welche Mons hast du denn? Bist du eine Göre? Bist du eine Pfadfinderin? Das werde ich jetzt herausfinden. Du bist eine Pfadfinderin. Okidoki. Du hast 3 Mons am Start. Sehr gut. Knopfenster passt, dann ist es gut, dass wir mit Tauboga leaden. Ja, dann setzen wir mal auf ganz entspannt die Attacke Fliegen ein. Okay, Tauboga muss ich auch definitiv neue Attacken beibringen. Himmelsfeger eventuell. Ja. Ja. Da muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall in diesem Part will ich sehr, sehr gerne trainieren. Und wenn ich es alles so zeitlich schaffe, auf jeden Fall auch nach Saffronia City rüberfliegen. Auch wenn wir jetzt, wenn wir in Saffronia City angekommen sind, nichts Großartiges unternehmen werden, ist es dennoch schon mal ein Schritt, ein weiterer Schritt, dass wir dann halt in Saffronia City erstmal ankommen. Und dann speichern wir da im schlimmsten Fall ab und machen dann im nächsten Part weiter. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass die nächsten Parts definitiv anspruchsvoller werden als die letzten Parts.
Wobei die letzten Parts waren ja nicht ohne, aber jetzt wird es wirklich, ich sag mal, wir werden auf jeden Fall mehr Content jetzt in diesem Let's Play haben. So, ja, Tangela, gegen Tangela haben wir schon mal gekämpft und ich hatte auch eine Flugattacke eingesetzt gehabt und ich dachte so, Tangela überlebt das nicht, aber Tangela hat es überlebt, boah. Etwas weniger als die Hälfte der Kraftpunkte hat Tangela verloren. Also ich muss sagen, dass Tangela so eine Attacke einfach mal... Na, ich will nicht sagen, dass es ohne Probleme die Attacke aushält, aber auf mich wirkt das so, als wäre das jetzt kein riesengroßes Problem für Tangela. Wobei, jetzt über die Hälfte ist auch schon heftig, aber ich meine, Flugattacken sind sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon und Tauburga ist ein Flug-Pokémon. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die Sache auf jeden Fall deutlich anders aussehen würde, wenn ich zum Beispiel einen Tauboss am Start hätte. Aber ich denke, wir sind kurz davor, einen Tauboss zu haben. Pfadfinderin. Ich war zu ungestüm. Oder ungestüm, genau. Ja, ich konnte das eben nicht erkennen. So, hier müssten hoffentlich noch mehrere Trainer sein. Wir können auch mal gegen wilde Pokémon kämpfen, ne? Schadet nicht. Jo, hier sind gleich zwei Trainer am Start. Okay, Lieben, das bedeutet, wir fordern sie sofort heraus. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Okay. Yeah, du hast vier Monster am Start. Alles klar, das bedeutet, ich wechsle jetzt... Okay, diesen Kampf mache ich noch mit Tauburga zu Ende. Aber danach wechsle ich auf jeden Fall zu Raichu rüber. Ich frage mich, ob der nächste Trainer auch ein Vogeltrainer ist. Weil sonst würde ich mit Raichu bleiben. Wobei ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr gerne mit Flamara anfangen möchte zu trainieren. Bisaflor ist momentan das stärkste Mon. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall das Training mit einem berücksichtigen. Daher kann es sein, ihr Lieben, dass auch in den nächsten Parts des Öfteren mehr, ich sag mal, Trainerkämpfe oder Kämpfe gegen wilde Pokémon auf meinem Kanal zu sehen werden. So. Zu sehen sein werden. Genau. Oh man, kennt ihr das? Wenn man etwas ausspricht und man hat gemerkt, yo, level up! Man hat gemerkt, da hat man einen Versprecher oder ein Wort zu wenig und man hat den richtigen Satz die ganze Zeit im Kopf und irgendwie hat man den Drang, das nochmal zu verbessern, also seinen eigenen Fehler oder etwas, was man vergessen hat, zu verbessern. Und ich finde es immer so lustig, besonders in den Aufnahmen, wenn man gerade halt sowas sagt und dann einige Sekunden wartet und auf einmal, dass man sich dann auf einmal korrigiert. Ein auf, ey, kommt das jetzt komisch rüber? Aber was soll's, das ist ja das Besondere, was heißt Besondere? Das ist ja das, was YouTube für mich persönlich ausmacht. Du kannst das machen, worauf du Lust hast. Du bist, also, das, was du hier auf YouTube machst, das bist du. Das, reflektiert so mäßig deine Persönlichkeit oder deine Hobbys oder deine Interessen. Wenn das, was du machst, halt nicht gut ist, dann bekommst du schon irgendwie Bescheid von YouTube. Wenn du zum Beispiel etwas veröffentlichen willst, was Urheberrechte hat, das bedeutet, angenommen die Firma hat ein Spiel und in diesem Spiel gibt es eine Szene, das möchten sie noch nicht zeigen, aber wenn du das Let's Plays und diese Szene in deinem Video gezeigt wird, dann kriegst du eine Nachricht von YouTube und die erklären dir halt, dass das so und so ist und dann ist auch alles gut. Also das war bei mir einmal der Fall, als ich in Ultrasonne und Ultramond gegen Wolverock gekämpft habe. Wolverock hatte eine Z-Attacke eingesetzt. Dieses Video konnte ich nicht auf meinem Kanal hochladen. Habe ich auch nicht gemacht, weil halt ich Bescheid bekommen habe, dass das nicht geht, weil halt diejenigen, die das Spiel entwickelt haben, haben diese Szene noch als geheim gehalten und daher ist es ganz logisch, dass ich das dann nicht hochladen soll. Ist ja logisch, das ist genauso wie wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie Schokoladen produziere und ich möchte nicht, dass die Welt davon erfährt und irgendjemand weiß von dieser Schokolade Bescheid und will so mäßig darüber erzählen oder halt ein Video drehen, dann geht das ja nicht, weil ich das ja noch erst geheim halten will, weil ich ja erstmal der Owner bin von diesem Projekt und einen Plan habe, ne? Das muss man respektieren. Da muss man nichts persönlich nehmen. So. Ich habe richtig viel geredet, ne? Obwohl wir hier im Let's Play sind. Ich bin gar nicht auf den Kampf eingegangen. Okay. Wir bleiben noch mit Raichu. Vielleicht ist dieser Trainer ja ein Vogeltrainer. Meine Vögel, schau da an. Du musst wirklich sehr gut sein. Alles klar, dann haben wir uns ja doch für das richtige Mon entschieden.
Ganz ehrlich, nach welchem Pokémon sieht dieses Vogel-Pokémon da aus? Oder beziehungsweise dieser Vogel? Soll das ein Taubsi oder ein Habitat darstellen? Oder ein kleines Baby-Porenta? Vogelfänger möchte kämpfen. Kanscha möchte es auch. Dotri! Ja, cool. Raichu wird auf jeden Fall das Ding reißen hier. Raichu ist schneller. Wir setzen Donnerblitz ein. Nice. Dodu? Ne, wir bleiben weiterhin mit Raichu. Ah, jetzt gerade freue ich mich auf die 6. Arena. Yippie! Ja, Leute, wir haben angefangen mit einem Bisasam auf Level 5 in Alabastia. Dort konnten wir noch nichts zerschneiden, noch nichts bewegen, noch nicht fliegen. Wir hatten keinen Blitz, keinen Surfer, keine besonderen Items, auch nicht so viel Cash und keine 6 Mons. Ja, Level 30. Mittlerweile haben wir einen Raichu auf Level 30. Nice one. Dodu? Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin mit Raichu in dem Kampf. Denn Raichu ist auf jeden Fall ein optimaler Gegner für Dodu. Yes. Ja, gut, dass wir in diese Richtung gegangen sind. Vielleicht können wir mal irgendwann in den nächsten Parts nochmal auf die Fahrradroute gehen. Oder in die Fahrradroute gehen. Da sind ja auch noch Trainer, gegen die wir noch nicht gekämpft haben. Vogelfänger, ich lag also richtig. Joa. Ich weiß nicht, was du meinst, aber... Route 15, Westen, Fuchsania City. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Deine Vogel-Pokémon erschauderten ja, als ich hier vorbeiging. Oh, wir haben jetzt 2 Trainerinnen. Hallo? Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Okay. Also leisten dir deine Pokémon Gesellschaft. Yo, Schönheit möchte kämpfen. Bisasam, hey, hey. Okay, Raichu, wir müssen auf jeden Fall raus. Ich muss unbedingt Flamara trainieren. Aber das wird auf jeden Fall ein langer und mühsamer Kampf, wenn ich jetzt mit Flamara reinkomme, da Flamara noch keine Feuerattacke beherrscht. Rasierblatt. Oh, Bisasam macht jetzt ernst. Und Bisasam landet einen... Keinen Volltreffer? Keinen Volltreffer mit Rasierblatt? Bisasam. Oh, gut, dass wir weggeflogen sind. Naja, was heißt weggeflogen? Nice. Bisasam wurde besiegt. Tauboga erhält 198 Erfahrungspunkte und das nächste Mon ist Bisaknosp. Ja, wir bleiben weiterhin mit Tauboga und setzen wieder Fliegen ein. Denn diese Attacke ist auch effektiv gegen Bisaknosp, auch gegen Bisaflor. Vom Typen her bleiben sie alle gleich, von der ersten Phase bis zur dritten Phase, Pflanze und Gift. Ich muss echt sagen, dass ich mich nach einem Bisaflor mit der Fähigkeit Chlorophyll sehne. Denn dadurch wird seine Initiative verdoppelt. Das ist so cool. Ich habe mit Bisaflor schon als kleines Kind so gerne gespielt und ich will unbedingt Bisaflor wieder haben. Auch in den Editionen Ultrasonne und Ultramond. Denn von diesen Editionen beziehungsweise in diesen Editionen mache ich wieder Online-Kämpfe. Und ja, Bisaflor fehlt mir ein wenig. Da habe ich es mir aber nicht vorgestellt. Oh ne, ich habe das Wort verplant zu lesen. Na, was soll's. So, Flamara, nun ist dein Auftritt gekommen. Du gehst jetzt nach oben und wir kämpfen jetzt, mein Kumpel. Wunderbar, dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Yo, du hast getauschte Monster am Start. Okay, wie viele und welche? 3. Okay, Pfadfinderin. Duflor. Alles klar. Ja, Flamara erlernt eine Feuerattacke erst ab Level 31 und diese Feuerattacke ist auch die Attacke Glut. Oh, nee. Gleich eine Paralyse am Start. Alles klar, da muss ich die andere Methode benutzen. Das ist mir auf jeden Fall zu stressig so. Reinwechseln, rauswechseln, weil ich will unbedingt, dass Flamara Erfahrungspunkte bekommt. Ich will auf jeden Fall jedes Mon jetzt mindestens auf Level 30 haben.
Das ist das erste Ziel der Trainingsphase. Ja, und das nächste Ziel ist dann Level 40. Ich sag mal so, wenn ich wenn meine Mons so zwischen 55 und 65 sind, dann ist das alles gut, weil in der Top 4 werden wir wirklich starke Mons begegnen. Und nach der Top 4, oder nach dem Top 4 gibt es einen weiteren Gegner, der ist wirklich stark, sonst er ist ja auch nicht umsonst der Champ. Und gegen ihn müssen wir dann kämpfen. Oh, warum erzähle ich eigentlich alles so? Jetzt schon. Naja, auf jeden Fall ist das so. Und dann bekämpfen wir ihn. Und es wäre nicht verkehrt, wenn wir da Mons so ab einem Level von 50 oder 60 haben. Mirabla, alles klar. Jo. Flamara hat gerade ein Level Up bekommen. Sehr, sehr schön. Haben wir noch einen Sonderbonbon am Start? Weil dann würde ich Flamara eventuell einen Sonderbonbon geben, wenn es das Level 30 erreicht. Ah, wir haben aber Ruxukip gelernt. Sehr schön. So. Da unser Tauburger vergiftet ist, können wir jetzt keine Paralyse oder nicht eingeschläfert werden. Also Paralyse können wir nicht abbekommen und eingeschläfert können wir auch nicht mehr werden. Aber die Vergiftung schadet dennoch. Ja. Ich guck mal gleich nach einem Item, was Tauburger nützlich sein könnte. Ah, Flügelschlag. Alles klar. Komm, Tauburger, diesen Kampf gewinnen wir noch. Komm, 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 komm. Hups, sehr schön, okay, alles klar. Alles klar. Das war's dann mit Mirabla. 234 Erfahrungspunkte für Tauburger und Flamara. Ja, ich setze wieder Flamara ein. Und schau mal, wie sich die Sache ergibt. Oder wie sich die Sache macht. So, ja, Mirabla ist fürs Erste schneller. Das ist aber logisch, da wir paralysiert sind. Ja, das ist auch sehr, sehr sinnvoll, dass der Trainer von Mirabla, Mirabla eine Giftattacke einsetzen lässt, weil Pflanzenattacken bringen hier nichts. Oder was heißt, bringen hier nichts? Die Attacke ist nicht sehr effektiv gegen Flamara. Jo, Ruxukip hat irgendwie mehr als Tackle abgezogen. Ja, das hätte ich auf dem Schirm haben sollen. Dann machen wir weiterhin mit Ruxukip. Und außerdem können wir Mirabla immer noch outspeeden mit dieser Prio-Attacke, obwohl wir paralysiert sind. Das passt. 468 Erfahrungspunkte. Yeah, Pfadfinderin wurde besiegt. Nicht gut genug. Oha. So. Da haben wir noch zwei weitere Trainer. Ganz kurz mal die Items abchecken. Was haben wir hier? Ah, cool. Sonderbonbon haben wir. Belebe haben wir auch. Alles klar, aber Paraheile haben wir nicht. Nee, was soll's. Was soll's. Herr mit deinen Moneten, wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Erstmal sagst du Herr mit deinen Moneten und dann sagst du, wenn ich verliere, willst du mein Geld. Du bist ganz schön verwirrt. Biker möchte kämpfen. Biker setzt Smogon ein. Flamara. So, wir machen weiter mit der Attacke Ruxukip. Wie oft? Ja, gute 4 Runden. 4-5 Runden. Aber ich glaube, ich nehme Flamara raus. Jo, sehr schön. Mew ist auch schon auf Level 30. Ja, dann trainieren wir mal weiter mit Mew. Ich weiß nicht, ich will schon sehr, sehr gerne jeden einzelnen Trainer hier herausfordern, den ich jetzt treffe. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in diesem einen Part alles machen sollte. Ich glaube, Saffronia City könnte eventuell fürs Erste ausfallen. Aber das wäre nicht so schlimm, dann würden wir sofort im nächsten Part dort, dorthin reisen und von dort aus dann weitermachen. Ich habe ja extra auch eine Playlist am Start, das bedeutet, es geht hier nichts verloren und es ist alles chronologisch, ich sag mal, aufgelistet. Das bedeutet, wenn jemand mal wissen will, was in Fuxania City abgeht, dafür braucht er sich den 31. 32. Part anschauen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand Bock auf Saffronia City hat, dann kann er sich Part 34 anschauen. Ne, ist alles gut. So, Mega Heap, Mega Heap, Mega Heap. Och nö, Mew, die Attacke ging daneben. Aber was soll's, das passiert. Das passiert. Okay, diesmal hast du getroffen. Sehr schön, Mew. Und, yo, nice. Nicht schlecht, Mew. Nicht schlecht.
Kein Problem, das kann auch passieren. Dann setzen wir nochmal Mega Heap ein und schauen wir uns mal an, was passiert. Oh, die Attacke geht schon wieder daneben. Alles klar. Okay, Aussetzer schlägt fehl. Oder schlug fehl. Sehr gut. Jo, sehr, sehr schön. Das war's für Slimer. Okay, noch ein Mon. Smogmog. Okay, das wird, ich denke mal, ein bisschen schwierigerer Kampf. Hoffentlich treffen wir ohne zu viel fehl mit der Attacke Mega Heap. Weil mit Mega Heap können wir echt viel Damage verursachen bei dem gegnerischen Mon, finde ich. Wenn wir jetzt so weitermachen, müssten wir noch 1, 2, ja, gute 3 Mal treffen. Oh, schade, die Attacke geht schon wieder daneben. Aber was soll's. Yo, eine Vergiftung. Eine Vergiftung. Meine Mons müssen unbedingt geheilt und getankt bekauert werden. Oh, Tackle, okay. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich noch ein Schlammbad aushalten würde. Oh, nee. Nein, nein, schade. Ein Tackle wäre, glaube ich, noch machbar gewesen. Oh, noch ein Volltreffer. Ganz ehrlich, da fällt mir etwas ein. Sorry, Mew, du hast einen guten Job gemacht. Ich habe nicht gut gehandelt, ehrlich gesagt. Aber Flamara macht jetzt alles gut, indem Flamara Smogmog mit der Attacke Ruxukeep besiegt. Volltreffer, sehr, sehr schön. Aber wobei, ne, Volltreffer ist immer gut, aber wir hätten es auch ohne einen Volltreffer besiegt. Kancha besiegt Baika. Okay, dann mache ich wohl weiter. Das darf nicht wahr sein. Ja, warte. Oh, Bisaflor ist schon auf Level 40. Okay, dann machen wir weiter mit Flamara, Raichu und Bisaflor. Hey Kleiner, lass uns kämpfen. Ihr Lieben, ich würde gerne nach diesem Kampf einen Cut machen, da ich auch auf die Aufnahmen achten muss, also auf die Länge, weil zwischendurch macht mein Laptop da nicht mit. Und ich will diese 20 Minuten Aufnahme jetzt ungern verlieren. Daher kämpfen wir noch einmal gegen diesen Biker. Und machen erstmal einen Schluss. Ist auch eine kleine gute Pause, weil wir kämpfen ja schon seit 20 Minuten und da sind noch einige Kämpfer vor uns. So, wir haben da einen Smogon auf Level 25. Raichu wird auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein in diesem Kampf. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Eigentlich könnte ich auch direkt nach diesem Kampf nach Safronia City fliegen, oder? Ja, ich glaube, wir machen das einfach so. Doch. Leute, es kann sein, dass ich mich zwischendurch während des Spiels halt umentscheide. Aber nimmt mir das bitte nicht übel. Und manchmal so nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten komme ich auf bessere Ideen oder ich denke mir, okay, ganz ehrlich, ich muss das nicht so in die Länge ziehen. Ich kann einfach gleich loslegen. Weil wenn ich jetzt nur gegen Trainer kämpfe, dann könnte jetzt dieses Let's Play auch ein wenig zu monoton werden, und das will ich ja auch nicht. So, Smogmog. Ja, nochmal Flamara, damit Flamara einige Erfahrungspunkte bekommt. Und außerdem muss ich auch sagen, dass meine Mons auf jeden Fall ins Pokémon Center müssen, ne? Also, ich könnte zwar noch die anderen Trainer mit meinem Bisaflor und meinem Raichu bekämpfen, aber dennoch. Die anderen sollen ja trainiert werden. So, mal schauen, wie viel Donnerblitz jetzt abziehen wird. Ja, nicht schlecht. Oh, komm schon, noch eine weitere Vergiftung. Diese Mons sind hier richtig crazy. Also der Biker hat echt starke Mons. Oder was heißt starke Mons? Doch, starke Mons auch, aber auch coole Attacken, ne? Smogon. Ja, wir setzen wieder Flamara ein. Schadet ja nicht. Denn die sechs Pokémon sind ja ein Team. Das bedeutet, sie teilen untereinander die Erfahrungspunkte. Denn je stärker das Team, desto besser für jeden Einzelnen. So.
Ja, Donnerblitz ist unsere stärkste Attacke. Da ist es ganz normal, dass ich diese Attacke einsetze. Beim Donnerschock würde das lange dauern. Mit Donnerschock hätte ich 2 Runden, glaube ich, gegen Smogon gebraucht. Bis maximal 3. Yes, ein weiteres Level Up. Sehr, sehr schön. Slimer, okay. Ja, doch, wir wechseln nochmal zu Flamara. Vielleicht kriegt Flamara jetzt auch ein Level Up. Ansonsten, wenn es jetzt kein Level Up bekommt, dann bekommt es definitiv in den nächsten Parts ein Level Up. Ja, schade, mit Mew haben wir schon verloren. Aber was soll's. Mew hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Da konnte Flamara ohne Probleme Smogmog den Rest geben und die Erfahrungspunkte einsammeln. So, und jetzt? Slimer ist ein bisschen anders als Smogon. Okay. Also so, auf mich wirkt das so, dass die Verteidigung von Slimer anders ist als die von Smogon. Da muss ich nochmal abchecken im Internet. Warum habe ich verloren? Ja, weil ich starke Monster am Start hatte. Alles klar. Ja, wir haben dann auf jeden Fall uns auf jeden Fall... wir haben uns für Safune City gut vorbereitet. Das bedeutet, wir können da mal hinfliegen. Erst einmal einen Pokémon Center aufsuchen und unsere Mons heilen. Und dann wisst ihr Bescheid, wir machen das, was wir immer tun, und zwar abspeichern und uns auf den nächsten Part vorbereiten. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Heilen! Okay, wir benötigen deine Pokémon. Yo, Joy! Bam, 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 bam. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich habe zu danken, Schwester Joy. Ich. So, ihr Lieben. Sichern wir mal ab. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kampflustigen Let's Play. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play, beziehungsweise im nächsten Video wieder. Haut rein, ihr Lieben. Ciao.